Bei mir im Haus wohnt eine ukrainische Familie, denen ich immer wieder helfe, weil sie Probleme mit der Bürokratiewüste Deutschland haben. So nennen sie es zumindest. Dabei geht es auch um Bürgergeldanträge. Doch da könnte sich bald etwas ändern. Mehr dazu gleich im Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 19. Juni. Ich bin Tilman Wrede und habe heute diese Themen für euch mitgebracht. Straßenführung mal anders. Ex-Drogensüchtige zeigen Hotspots in Kiel-Gaarden. Das erlebt Patrick Marten aus Büdelsdorf bei der EM im Volksparkstadion. Und Musikschulen bangen um ihre Existenz. Aber jetzt schauen wir erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Das Bürgergeld steht wieder mal in der gesellschaftlichen Debatte. Grund ist auch, dass es in nahezu allen Branchen an Personal fehlt, auch in Schleswig-Holstein. Nun wird auf Bundesebene ein Vorschlag von CDU und FDP diskutiert. Meine Kollegin Margitta Truhe weiß, was dieser Vorschlag beinhaltet. Obwohl die Bundesregierung das schon abgelehnt hat, befeuern Union und FDP die Debatte, Ukraine-Flüchtlingen kein Bürgergeld mehr zu zahlen, sondern Leistung nach dem Asylbewerbergesetz. Das käme natürlich günstiger und die Arbeitsvermittlung habe ja gar nicht geklappt. 2022 waren sich Bund und Länder noch einig, dass die Jobcenter für Geflüchtete aus der Ukraine zuständig sein sollten. Ziel war eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt und Ausbildung sowie die Anerkennung von Berufs- und Bildungsabschlüssen. Ebenso die Unterstützung bei Kinderbetreuung und Spracherwerb. Im Norden scheint das zu funktionieren. Laut der Arbeitsagentur Regionaldirektion Nord waren im Mai in den Jobcentern in Schleswig-Holstein 17.400 ukrainische Geflüchtete im erwerbsfähigen Alter gemeldet. 6.300 von ihnen, heißt es aus Kiel, seien auf der Suche nach einem Job oder einer Arbeitsstelle. Die anderen nehmen zurzeit an Integrationskursen und berufsbezogenen Sprachkursen teil. Weitere 2.300 befänden sich in einer Ausbildung oder gingen zur Schule. Margitta, wie reagieren denn die Sozialverbände im Norden auf diesen Vorschlag? Die Sozialverbände sind da sehr klar. Sie fordern statt Einsparung eher Investitionen, damit es eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration überhaupt geben kann. Und der AWO-Landeschef Michael Selk erklärt, dass er auch durch die Betreuung tausender Flüchtlinge durch seinen Verband wisse, dass die Menschen arbeitswillig sind, dass sie das auch als Teilhabe sehen, als Möglichkeit zu sozialen Kontakten und fordert klar, die Angebote der Migrations- und Integrationsberatung noch auszubauen. Michael Seidner, Vorstand des Paritätischen, wertet die ganze Debatte als Populismus. Das bringe in den eigentlichen Problemen nicht weiter und spiele nur die Gruppen gegeneinander aus. Und besonders interessant fand ich das Argument, dass es dadurch ja niemandem besser geht. Das war Margitta Truhe aus der Schleswig-Holstein-Redaktion. Spritzenautomat, Polizeiwache, Dealerplatz. In Kiel-Gaarden gibt es eine besondere Straßenführung. Die soziale Straßenführung zeigt Ecken in Kiel-Gaarden, die für viele Menschen fremd sind. Ehemalige Drogenabhängige lotsen Interessierte durch den Stadtteil und erzählen ihre ganz eigenen Geschichten. Meine Kolleginnen Marie Glö und Inga Gerke waren dabei. Wir hören mal rein. Hans-Peter und Uli öffnen sich den Teilnehmern. Wie sieht ihre Suchtgeschichte aus und vor allem, wie haben sie es rausgeschafft? Das ist einer der drei Spritzenautomaten in Kiel. Und das war ein Automat, den ich auch häufig genutzt habe. Ich wohnte ja, wie ich schon erzählt habe, in der Elisabethstraße, also gleich hier links die Straße hoch, konnte auf die Drogenszene gucken und hatte dann immer jeden Tag einen kurzen Weg. Sowohl zum Spritzenautomat als auch zu meinem Methadonarzt, der hier rechts im Karlstal war. Ich war ja viele Jahre substituiert, über 12 Jahre. Und es war schwerer, aus dem Programm rauszukommen, als von der Droge selber. Die Führung geht etwa 2 Stunden. Die jeweiligen Guides sind immer zu zweit unterwegs. Und weil jede Route nach ihren persönlichen Themenschwerpunkten ausgerichtet ist, gibt es unterschiedliche Tourpläne. Gehört habt ihr Marie Glö und Ulrike, genannt Uli. Und jetzt schauen wir, was in Schleswig-Holstein sonst noch wichtig ist. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Heute steht das zweite Gruppenspiel von Deutschland bei der EM an. Um 18 Uhr geht's gegen Ungarn in Stuttgart. Schöne Grüße an alle, die das Glück haben, dabei zu sein. Patrick Marten aus Büdelsdorf ist zwar nicht in Stuttgart dabei, dafür in Hamburg bei den EM-Spielen. Er arbeitet als Volunteer im Volksparkstadion. Und als die Niederlande gegen Polen gewonnen hat, war der 21-Jährige auch dabei. Er ist im inneren Sicherheitsbereich an den Drehkreuzen dafür zuständig, dass die digitale Ticketkontrolle reibungslos funktioniert. Er schwärmt von seinem ersten Arbeitseinsatz. Zitat: Es war wirklich cool, die Fans hautnah zu erleben.
Alle hatten gute Laune. Auch Tage nach dem Spiel sei er noch geflasht, was das für eine tolle Stimmung war. Wenn ihr mehr von Patrick lesen wollt und wie er die Spiele verfolgt, schaut mal in den Artikel, den ich euch verlinkt habe. Die Musikschulen im Land bangen um ihre Existenz. Wegen verschärfter Kriterien dürfen Musikschulen keine Dozenten auf Honorarbasis mehr beschäftigen. Die meisten können sich das jedoch nicht leisten. Der Musikschulverband fordert mehr Geld vom Land. Am Donnerstag ist eine Demonstration vor dem Landeshaus geplant. Mein Kollege Patrick Niemeyer hat sich dazu in Stormarn umgehört. Ich sitze hier mit Marian Henze von der Ollisdorf Musikschule für Stadt und Land. Und wie viele andere Musikschulen im Land ist auch die Ollisdorf Musikschule durch die aktuell offene Finanzierung ein bisschen in Gefahr. Es geht dabei darum, um das bekannte Problem, dass Honorarkräfte nicht mehr neu eingestellt werden dürfen und dass dort Rechtssicherheit bestehen muss. Und daher entstehen neue finanzielle Bedürfnisse sozusagen, eine neue finanzielle Forderung. Marian Henze, warum ist es generell wichtig oder warum sollten die Menschen sich dafür engagieren, dass Musikschulen oder auch gerade die Musikschule in Bad Oldesloe erhalten bleiben? Kultur und Bildung sind wichtig für die Zukunft der Menschen, die in diesem Land leben, die in diesem Bundesland und in diesem Land Deutschland leben. Und wir sind ein Baustein davon, als Musikschule ein Angebot bereitzuhalten für die musisch-kulturelle Bildung der Kinder. Und das ist insofern wichtig, weil wir ganz viele Menschen, ganz viele Kinder, ganz viele Familien etwas anbieten und in der Lage sind, die Ressourcen der Menschen mitzuentwickeln, die Talente mitzufördern und auch sozusagen die kulturelle Teilhabe in der ganzen Region mit zu unterstützen. Und deswegen ist die Musikschule, so wie viele andere Kulturschaffende, wichtig. Vielen Dank an Patrick Niemeyer. Lasse Thiele und Mathis Eckmann aus Neumünster haben das Startup Taste Religion gegründet. Damit waren sie in der ZDF-Kochsendung Die Küchenschlacht zu Gast. Das Kuriose, Lasse Thiele kann gar nicht kochen. Mein Kollege Yannick Burgemeister hat den Neumünsteraner getroffen und ihn gefragt, wie es denn für ihn war. Ich war schon ziemlich nervös, muss ich sagen, als ich angekommen bin. Und als ich dennoch gesehen habe, dass meine ganzen Mitkandidaten ihre eigenen Messer und was weiß ich da alles mit hatten und ich nur so einen billigen Plastikhobel, den ich am Ende nicht mal benutzt habe, weil die einen besseren hatten, da hatte ich schon ein bisschen Muffensausen, muss ich sagen. Aber am Ende ist alles gut geworden und ich hatte eine super Zeit. Was er während der Aufzeichnung erlebt hat, lest ihr auf saz.de. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr am Donnerstag, den 20. Juni ab 5.30 Uhr. Alle Themen wie immer auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast. Habt einen guten Start in den Tag.